Das hier ist das neue Huawei Energiemanagementsystem, kurz genannt EMMA. Aber was bringt ein Energiemanagementsystem und wer braucht es? Mit dem Huawei EMMA Energiemanagementsystem lassen sich Komponenten wie zum Beispiel die Huawei Wallbox, der Batteriespeicher oder insgesamt natürlich eine Huawei Photovoltaikanlage, aber auch externe Stromverbraucher wie zum Beispiel eine Wärmepumpe intelligenter nutzen und somit die Stromkosten reduzieren. Zum Beispiel lässt sich durch das PV-Überschussladen mit der Huawei Wallbox das Elektroauto vollautomatisch bei Sonnenschein laden. Aber nicht nur das, denn auch in Zukunft wird es mit flexiblen Stromtarifen möglich, das Auto oder andere Verbraucher, die am Energiemanagementsystem hängen, intelligent zu steuern und dann zu laden oder zu nutzen, wenn der Strompreis gerade günstig ist. Vollautomatisch und das mit Hilfe von KI. Neben zahlreichen weiteren Neuerungen zeige ich euch im Video den Einbau, die Inbetriebnahme und natürlich mein Fazit zum Produkt. Aber wer braucht das jetzt? In Zukunft könnte meiner Meinung nach jeder mit einer Huawei Photovoltaikanlage oder Huawei Wallbox von dem Huawei EMMA Energiemanagementsystem profitieren. Warum? Das zeige ich euch im Video. Also fangen wir an. Viel Spaß! Dieses Video wird unterstützt vom Shop Einfach E-Auto. Wenn ihr noch auf der Suche nach der passenden Ladelösung für euer E-Auto seid oder die Huawei Wallbox sowie das EMMA Energiemanagementsystem braucht, dann schaut gerne in den Link in der Videobeschreibung. Jetzt aber zu den technischen Daten. Das Energiemanagementsystem ersetzt in einer Huawei Photovoltaikanlage den DTSU Smart Meter und den Smart Dongle. Das EMMA Energiemanagementsystem unterstützt bis zu 2 Huawei Wallboxen mit Ladepriorisierung, bietet je 2 digitale Ein- und Ausgänge für Smart Grid-Steuerung und lässt sich zusätzlich mit Shelly-Aktoren koppeln. Zusätzlich sollen dynamische Stromtarife und deren Nutzung per KI möglich werden. Auch neu ist eine Next-Trip-Planung für die Wallbox. Kommen wir jetzt zum Einbau. Am aktuellen Smart Meter wird unsere Busleitung abgeklemmt, die zum Wechselrichter geht. Denn die nutzen wir dann später hier direkt für das EMMA-Energiemanagementsystem, um dort die Verbindung herzustellen. Der kommt jetzt entsprechend komplett raus, ist auch soweit schon stromlos, der wird jetzt ausgebaut. So, und jetzt kommt an diese Stelle, hier unten drunter sitzt der Zähler, das EMMA-Energiemanagementsystem. Das passt hier gerade so rein. Und jetzt müssen wir nur gucken, weil hier unten drunter sind die Netzwerkanschlüsse, ob das funktioniert, denn die Stecker, die ich zum Krimpen habe fürs Netzwerkkabel, die sind relativ lang. Ich hoffe, dass das hier unten nicht kollidiert. Wenn nicht, habe ich hier ein Problem. Aber das werden wir jetzt entsprechend versuchen. Das Huawei EMMA Energiemanagementsystem ist jetzt angeschlossen. Hier links haben wir die RS-458 Schnittstelle zum Wechselrichter. Hier haben wir ein LAN-Kabel zur Wallbox und hier auf der Seite haben wir den LAN-Anschluss, der das Netzwerk bereitstellt. Hier müssen wir auf der gegenüberliegenden Seite jetzt aber noch die Verbindung herstellen. Das heißt, soweit ist hier alles vorbereitet. Was aktuell noch offen ist, ist der Smart Grid Ausgang. Hierfür habe ich auch noch ein Kabel, das machen wir aber zu einem späteren Zeitpunkt, der dann für Überschuss für die Klimaanlage hier ein Signal ausgeben wird. Ja, von daher jetzt noch Netzwerkkabel fertig machen und dann können wir in Betrieb nehmen. Und bei der Inbetriebnahme muss ich sagen, hier hat sich wirklich schon einiges verbessert im Vergleich zur Inbetriebnahme meiner Wechselrichter damals. Denn damals hatte ich da immer einen Absturz im System, also bei der App entsprechend, wenn ich den Wechselrichter mit dem QR-Code abscannen wollte. Und das funktioniert jetzt mittlerweile echt gut. Auf dem Huawei EMMA-System ist vorne ein QR-Code drauf, den scannt ihr mit der App ab. Und das hat diesmal wirklich einwandfrei funktioniert. Nach dem Abscannen wird dann gefragt, ob ihr eine neue Anlage erstellen wollt
oder eine bestehende Anlage, wie jetzt in meinem Fall, in das Emma-System integrieren wollt. Denn es ist hier so, das Emma-System ist, sage ich mal, der Master darin und darunter werden dann Wechselrichter, Wallbox und so weiter aufgelistet. Mit dem Einrichtungsassistent geht es dann automatisch weiter mit der Geräteverwaltung, wenn die Geräte richtig angeschlossen sind. Und hier hatte ich am Anfang einen Fehler, dazu kommen wir gleich noch. Dann wird das Ganze automatisch erkannt, die Geräte werden euch aufgelistet und ihr könnt dann, sage ich mal, noch Einstellungen vornehmen, Parameter konfigurieren, also der Einrichtungsassistent führt euch da komplett durch diesen Vorgang. In der Kommunikationseinstellung gibt es dann noch die Möglichkeit, das WLAN oder eine LAN-Verbindung zu hinterlegen. Ich habe mich hier jetzt für die fest verkabelte LAN-Verbindung entschieden. Ja, und dann seid ihr mit der Einrichtung soweit auch schon fertig. Und jetzt hier noch mein Einrichtungstipp, wenn ihr von einer bestehenden Huawei-Anlage kommt. Zwei Sachen gibt es zu beachten, denn der Anschluss am Wechselrichter ist jetzt nicht mehr wie vorher, weil ihr keinen Master-Wechselrichter mehr in diesem Fall habt, denn diesen Part übernimmt die Emma. Das bedeutet aber auch, dass die RS-485-Busleitung jetzt an einer anderen Stelle angeschlossen wird. Und das war mein Fehler, da habe ich zuvor schnell gehandelt, habe nicht in die Anleitung geschaut. Deswegen das nochmal hier zur Erwähnung. Und eine weitere Sache, denn das Emma-System wird in Zukunft auch die Kommunikation übernehmen. Das heißt, der Dongle, der am Wechselrichter bei einer bestehenden Anlage die Netzwerkverbindung herstellt, der ist hinfällig. Und da gibt es noch eine Sache zu beachten, denn den Dongle müsst ihr manuell noch über das Portal entfernen, denn ansonsten bekommt ihr dort immer eine Fehlermeldung ausgeworfen. Das war bei mir am Anfang der Fall. Als ich den Dongle dann entfernt hatte, hat alles soweit funktioniert. Und jetzt die Frage, die euch sicherlich am meisten interessiert, und zwar, wie gut funktioniert die Huawei Wallbox mit dem neuen Huawei Emma Energiemanagementsystem und vor allem, was gibt es für Änderungen beim PV-Überschussladen, worauf ja viele sicherlich gewartet haben, dass es dort Verbesserungen gibt, und das wollen wir uns jetzt mal im Detail anschauen. Vorher aber noch ein Dank an den Shop Einfach E-Auto, die diesen Test ermöglicht haben. Bei Einfach E-Auto bekommt ihr nicht nur die Huawei Wallbox und das Emma Energiemanagementsystem, sondern auch viele weitere Fabrikate zum Laden und Überschussladen. Als Spezialist für Ladelösungen steht euch Einfach E-Auto mit Top-Kundenberatung zur Seite und liefert eure Produkte schnell und unkompliziert. Wer also noch auf der Suche ist, findet den Link in der Videobeschreibung. Und damit kommen wir zum Punkt, auf den sicherlich die meisten warten, nämlich das PV-Überschussladen Huawei Emma mit der Huawei Wallbox. Ja, und hier kann ich schon mal gute Neuigkeiten verkünden, denn es wurden an mehreren Stellen hier Verbesserungen gemacht. Es ist meiner Meinung nach noch nicht ganz perfekt, aber da muss ich ein bisschen weiter dafür ausholen. Ja, und zwar gehen wir jetzt einfach mal hier auf die Wallbox nochmal drauf. Also wir haben hier natürlich den Part PV-Überschuss und was neu dazugekommen ist, ist der Punkt nächste Fahrt. Das finde ich auch sehr interessant. Wird auch in Zukunft noch weitaus interessanter werden vermutlich, wenn hier das Thema dynamische Stromtarife auch noch kommt. Dazu gleich nochmal mehr. Und ihr könnt dann hier die entsprechend geplante Abfahrtszeit eingeben und die zu ladende Energiemenge. Also, und dann kann das Energiemanagementsystem möglichst intelligent den Strom nutzen, um pünktlich bis zur Abfahrtszeit dann das Auto geladen zu haben. Das ist also schon mal eine coole Neuerung. Ja, ansonsten gibt es natürlich hier den Punkt PV-Überschuss. Den aktivieren wir jetzt auch mal. Den habe ich in den letzten Tagen hier auch ausgiebig genutzt, denn das funktioniert jetzt wirklich gut. Und wenn wir jetzt hier oben über die Einstellungen gehen, dann kommen wir auch nochmal hier auf den Punkt Ladepriorität. Und jetzt kommt die Einstellung, die, wie ich auch, wahrscheinlich vorher viele ja noch etwas unausgereift fanden. Und hier gibt es jetzt endlich die Möglichkeit, die Batterie zuerst, nennt sich der Punkt, also das bedeutet, den Heimspeicher zu priorisieren. Oder natürlich auch, wenn ihr diesen Punkt jetzt hier ausschaltet, dann wird der Speicher mitgenutzt, also auch tatsächlich nachträglich leer geladen und das Auto mit dem vorhandenen Überschuss, sowohl als auch mit dem mit der vorhandenen Kapazität des Heimspeichers geladen.
Und ich weiß, jetzt wird sicherlich die Frage kommen, beziehungsweise das habe ich mir natürlich auch gestellt, lassen sich hier Grenzen einstellen? Also, dass ich mir zum Beispiel eine Reserve im Speicher halte. Und nein, ich habe jetzt auch eine Antwort vom Huawei Support bekommen. Warum ich mich an den gewendet habe, da kommen wir gleich noch dazu. Und die gibt es zumindest momentan nicht. Und ich weiß auch nicht, ob da etwas kommen wird. Jetzt habe ich das System aber ungefähr 3 Wochen hier im Betrieb und wirklich versucht, sage ich mal, das Ganze ausführlich zu beobachten. Und jetzt so rückwirkend muss ich sagen, ich vermisse diese Einstellgrenzen eigentlich nicht. Denn eigentlich gibt es tatsächlich auch nur diese 2 Optionen, die ich habe. Entweder mein Auto hat genügend Batteriestand, dass ich es nicht laden muss, dann setze ich hier den Haken auf Batterie zuerst, beziehungsweise starte den Ladevorgang erst gar nicht, sodass meine Heimbatterie auch entsprechend genutzt wird. Oder es kommt folgender Punkt, ich brauche wirklich die Leistung und den Ladestand im Auto, weil ich nochmal losfahren muss, eine längere Tour vielleicht habe, dann muss ich ja sowieso laden und dann kann ich auch theoretisch die Batterie leer ziehen. Und so habe ich hier wirklich, sage ich mal, in den letzten Tagen fast ausschließlich mit Überschuss laden können und habe dann immer zwischen diesen Modi einfach mal hin und her gewechselt. Und oft war es dann so, wenn ich gesagt habe, okay, ich brauche zwar nicht jetzt unbedingt das Auto komplett voll, aber der Batteriespeicher hat morgens zum Beispiel noch 50%. Nach dem Aufstehen, bis ich fertig bin und so weiter, kann ich den auch noch entladen und die Energiemenge mitnehmen, damit der Speicher tagsüber, während ich unterwegs bin, das Auto sowieso nicht laden kann, sich nochmal vollziehen kann, habe ich morgens dann einfach das Häkchen hier auf von der Batterie zuerst weggemacht. Das war dann sofort das Signal an das System, okay, wir ziehen den Speicher leer, eventuell, wenn morgens jetzt im Sommer früh die Sonne scheint, auch schon mit ein paar Watt aus der Photovoltaikanlage und schieben dann, bis der Speicher leer ist, die Kapazität ins Auto. Und ja, in diesen 2 Modi bin ich jetzt eigentlich soweit gut klargekommen und mir persönlich fehlt diese Einstellgrenze eigentlich nicht, denn wenn ich die Kapazität im Auto haben will, will ich es eigentlich komplett haben. Von daher, ich finde es soweit schon mal gut, dass man die Priorität einstellen kann. Das war wichtig, das gibt es jetzt. Aber jetzt auch noch ein weiterer Punkt, vor allem für die Verbesserung, denn das Thema generell Überschuss reagiert jetzt viel schneller bzw. akkurater. Das Problem, was es jetzt allerdings gibt, und da kommen wir jetzt zum Huawei-Kundensupport, warum ich mich an den gewandt habe. Ja, und hier muss ich die vorherige Aufnahme kurz unterbrechen, denn dieses Problem ist mittlerweile behoben. Wir haben es jetzt rund 3 Wochen später, als ihr mich gerade gesehen habt. Und was ich hierzu nur kurz sagen kann, es gab hier einen Anzeigefehler. Das System hat zwar schon, so wie es soll, funktioniert, so wie ich euch auch gleich die Daten zeige, aber durch einen Anzeigefehler war es mir hier nicht möglich, euch die Statistiken wirklich gut entsprechend darstellen zu können. Ich habe mit dem Support Kontakt gehabt. Die haben gesagt, das Problem ist uns bekannt, wird beim nächsten Firmware-Update behoben. Es ist mittlerweile behoben. Und jetzt zeige ich euch entsprechend, wie das System aussieht, wenn man das PV-Überschussladen nutzt. Dazu möchte ich euch mal einen der letzten Tage zeigen. Nehmt euch dafür mal hier mit in die App. Wie ihr hier jetzt schön sehen könnt, die Lastkurve liegt hier relativ gut über der Ertragskurve. Das Orangene, also die Leistungsaufnahme, und das Grüne, die PV-Ausgabe. Und was wir hier jetzt noch hinzufügen können, ist die Ladeleistung der Wallbox, was sich hier etwas, sage ich mal, differenziert zu der Leistungsaufnahme, denn bei der Leistung ist sowohl die Wallbox als auch der restliche Stromverbrauch im Haus zu sehen. Und hier seht ihr schon ganz gut, trotz dieser Zacken, also das heißt, hier war öfter mal eine Bewölkung vorhanden, wo dann die Leistung doch deutlich einbricht, hat sich die Leistung hier gut angepasst und der überwiegende Teil ist hier wirklich dann super genutzt worden. So ein bisschen Überschuss ging ins Stromnetz. Meine Beobachtung hierzu auch in den letzten 4 Wochen, also seitdem ich das MA-System teste, ist folgendes. Wenn der Batteriespeicher, also der Hausspeicher, in der Priorisierung vorne steht, dann wird tendenziell sehr
defensiv geladen. Das bedeutet also eher, dass ihr ab und zu mal ein bisschen Überschuss mit ins Netz einspeist. Wenn ihr das Ganze umdreht, also wenn ihr den Batteriespeicher von der Priorisierung rausnehmt und alles ins Auto schicken wollt, dann passiert es eher, dass ihr in dem Moment etwas Netzbezug eventuell mitnehmt. Und ja, von daher muss ich sagen, beide Funktionen funktionieren soweit rund. Ich meine, zu 100% wird es nie funktionieren. Allein wenn ihr den Punkt habt, wo zwischendurch die Wallbox mal zwischen ein- und dreiphasig umschalten muss. Und von daher muss ich schon sagen, jetzt aus der Erfahrung her, ich blende euch mal noch die Statistik des Julis ein. Denn da sieht man ganz schön, hier könnt ihr sehen, rund 94% des Verbrauchs habe ich hier wirklich aus der Photovoltaikanlage nutzen können und den gesamten Juli habe ich das System schon im Einsatz. Ihr seht zwar auch, den Rest des Julis war ich im Urlaub, da war kein Verbrauch und so ein bisschen mehr Verbrauch war vorhanden und das war auch, sage ich mal, der einzige Tag, an dem ich noch von Hand die Wallbox wirklich nochmal einschalten musste, weil ich viel gefahren bin. Die Solarenergie hat nicht gereicht, aber der Rest dieser gesamten Ladungen wurde eigentlich nur vollautomatisch übers Überschussladen gemacht und von daher, das funktioniert jetzt wirklich gut. Vorher musste ich da immer noch mal manuell eingreifen. Jetzt bin ich hier, was das angeht, wirklich zufrieden. Kommen wir jetzt auch noch mal gerade zum heutigen Tag. Da seht ihr auch noch mal ganz schön, wie sich die Last an den entsprechenden Ertrag anpasst. Ladeleistung der Wallbox wieder mit eingeblendet. Das Einzige, was hier jetzt passiert ist, hier ist so eine Spitze, die wurde nicht mitgenommen. Warum das genau passiert ist, ich kann es nicht wirklich sagen. Wir sind hier knapp unter 4 kW. Es könnte also sein, dass die Wallbox hier noch im einphasigen Modus war und die Schwelle noch nicht überschritten war. Es kann sein, dass sich hier ein paar Änderungen ergeben haben, denn was mir aufgefallen ist, gerade diese Umschaltung zwischen ein- und dreiphasigem Laden, das war sehr schnell. Also die ist wirklich oft hin und her gesprungen. Man bekommt dann ja vom Auto auch eine Mitteilung. Das ist mir gerade am Anfang aufgefallen, habe ich auch dem Support gesagt, vielleicht wäre es da besser, wenn man das nicht so oft hin und her springen lässt. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier schon eine Optimierung war, denn ich denke mal, so gut ist es auch nicht, wenn das, ich sag mal, 20, 30, 40 Mal am Tag hin und her schaltet. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hier schon so eine weitere Optimierung im System ist. Denn da muss ich sagen, da lasse ich lieber ein paar Watt ins Netz einspeisen, als dass das Auto die ganze Zeit wieder Ladevorgang gestoppt, Ladevorgang gestartet, mit ein-, dreiphasig wird. Und ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, dass hier schon das Ganze entsprechend angepasst wurde. Ja, und von daher muss ich schon sagen, Überschussladen mit der Wallbox klappt jetzt zu meinen Bedürfnissen wirklich gut. Also die Einstellgrenzen, klar, wünscht sich vielleicht der ein oder andere für den Batteriespeicher noch. Jetzt so aus der Erfahrung, ich vermisse es nicht, ich komme damit gut klar. Das Schöne ist, zweite Wallbox kann jetzt auch genutzt werden. Das heißt, gerade so im Einfamilienhaus mit zwei Autos kann das natürlich schon Sinn machen. Und jetzt gibt es natürlich noch den Punkt, was ist, wenn ich flexible Stromtarife nutzen will? Denn das soll ja auch kommen. Und dafür gibt es ja auch extra den Punkt, durch Emma gesteigerte Erträge. Und da gehen wir jetzt mal drauf. So, und wie ihr hier sehen könnt, Tage mit Emma. 49 Tage habe ich das System jetzt im Einsatz und zu sehen ist leider nichts. Beziehungsweise, das muss ich jetzt ein bisschen relativieren, denn hier unten sind schon einige Sachen zu sehen, die es vorher nicht gab. Und das ist zum einen eine Energieprognose, das heißt, zum einen wird hier der Verbrauch sowohl als auch der zukünftige Stromertrag über die Photovoltaikanlage prognostiziert, die maximale Einspeiseleistung und auch der Strompreis sind hier drin. Aber der Strompreis aktuell bei mir mit 36 Cent, ja, der ist momentan noch nicht flexibel. Und auch bei Nachfrage beim Kundensupport wurde mir mitgeteilt, aktuell ist das noch nicht drin, soll aber Ende des Jahres kommen. Und das bedeutet, ab dann sollte es möglich sein, wenn ihr hier flexible Stromtarife nutzt, auch zu Zeiten günstigen Stroms entweder die Wallbox zu nutzen, wenn ihr tagsüber nicht genügend Solarertrag hattet, oder natürlich auch schaltbare Verbraucher wie den Digital Out für die Wärmepumpe oder
diese Shelly Smart Plugs. Da habe ich mir jetzt extra mal welche von besorgt. Werde ich in Zukunft dann auch mal hiermit testen. Also Abo nicht vergessen. Dass solche Sachen dann entsprechend gesteuert werden können. Ich bin hier sehr gespannt und hoffe, dass das Ganze möglichst automatisch funktioniert, dass man hier also wie auch jetzt bei der Wallbox einfach nur sagt, wie sind die Prioritäten, was will ich haben. Gerade auch mit dem Reiter nächste Fahrt bei der Wallbox, den es ja jetzt gibt, macht das natürlich Sinn, wenn dann die Anlage sagt, okay, wir laden jetzt erstmal den Solarstrom und wenn dann in der Nacht vielleicht mal der Strom günstig ist, laden wir die Restmenge noch und können so dann wirklich hier nochmal zusätzlich Stromkosten sparen. Wenn das automatisch funktioniert, bin ich auch hier gewillt, auf flexible Stromtarife umzustellen. Wenn ich das Ganze noch irgendwie von Hand machen müsste, wäre es jetzt nicht meine Welt. Und ich glaube, hier wird das Ganze dann in Zukunft schön, einfach, wahrscheinlich funktionieren, hoffe ich zumindest. Ja, und damit kommen wir jetzt gleich zum Fazit, wobei ich dazu sagen muss, das Fazit habe ich schon vor dieser Unterbrechung mit den Firmware-Updates und diesem Bug gemacht. Und deswegen will ich hier noch einmal kurz voreilen. Meiner Meinung nach, so ist das Energiemanagementsystem jetzt wirklich sehr interessant. Das Emma-Energiemanagementsystem damit auch eigentlich für fast jeden interessant, der entweder die Huawei Wallbox nutzt, beziehungsweise vielleicht auch plant, noch eine zweite Wallbox anzuschaffen. Das war vorher ja nicht möglich. Aber natürlich auch, wenn ihr eine Huawei Photovoltaikanlage mit einem Batteriespeicher habt oder vielleicht auch noch die Möglichkeit vermisst habt, über Smart Grid oder vielleicht auch über Shelly Aktoren hier noch andere Verbraucher steuern zu können. In Zukunft dann mit flexiblen Stromtarifen, denke ich, auch nochmal zusätzlich interessanter. Und von daher kommen wir jetzt zu meinem eigentlichen Fazit. Ja, und ich muss sagen, das Huawei Emma Energiemanagementsystem macht hier wirklich einen guten Job bei dem Part mit der Wallbox, nämlich dem Überschussladen. Da passiert jetzt genau das, was ich erwartet habe. Dazu gibt es die entsprechenden Prioritäten, was dann nicht nur zwischen Speicher und der Wallbox, sondern mittlerweile jetzt auch dann bis zu einer zweiten Wallbox und weiteren Ausgängen über zum Beispiel den Smart Grid Ausgang für eine Wärmepumpe und dann auch noch zusätzliche Shelly Aktoren möglich ist. Da hatte ich jetzt leider keine Zeit, das zu testen. Dazu wird es aber in Zukunft bestimmt auch nochmal ein Video geben. Also Abo schon mal nicht vergessen. Wenn ihr jetzt Interesse am Emma Energiemanagementsystem oder natürlich auch einer Wallbox habt, dann schaut doch gerne unten im Link bei Einfach E-Auto vorbei. Und wenn ihr wissen wollt, wie es hier mit dem Huawei Emma Energiemanagementsystem mit dem Thema KI-gestützte Funktionen bzw. flexible Stromtarife weitergeht, denn dazu werde ich sicherlich ein Video machen, sobald diese verfügbar sind, dann abonniert doch sehr gerne den Kanal und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich würde mich freuen. Ich bin Andi und ihr schaut Smarter Energy.